Breaking News. Diese Meldung hat vor wenigen Minuten eingeschlagen wie eine Bombe. Das Frequency, in diesem Jahr Österreichs größtes Festival, ist abgesagt. Alex Nausner, wie ist es denn dazu gekommen? Tja, es hat lange Verhandlungen gegeben. Im Endeffekt auch mit der Stadt St. Pölten. Ewald hat hart gekämpft wie ein Löwe für dieses Frequency Festival. Er ist ja auch ein Riesenrisiko eingegangen. Das Novorock hat er abgesagt. Er ist hergegangen und hat aber gesagt, Frequency, auf das setzen wir. Das kann unser Sommer werden. Jetzt im Endeffekt, glaube ich, für alle, für die Fans wie auch für den Ewald, der Riesenschock, dass das Frequency abgesagt wird. Ja, und Ewald Tatar ist jetzt auch schon bei uns in der Leitung, der Veranstalter vom Frequency. Grüße Gott, Herr Tatar, wie groß ist der Schock, dass das Frequency jetzt doch noch in letzter Minute abgesagt werden musste? Naja, Schock. Ich sage jetzt einmal, wir sind natürlich sehr traurig, ja, speziell traurig für die ganzen Jungen, die sich jetzt auf das Festival gefreut haben. Ja. Es hat ja geheißen, jetzt sind die Jungen an der Reihe, offensichtlich sind sie doch nicht an der Reihe. Ja, ja, es hat sich in den letzten Tagen leider Gottes ein bisschen abgezeichnet, dass in diese Richtung gehen wird, aufgrund der doch leicht steigenden Zahlen. Ja. Was für uns jetzt eigentlich nicht beunruhigend war oder gewesen wäre. Dann die Meldung natürlich aus Utrecht, die hat jetzt nicht unbedingt, sage ich jetzt einmal, das Seine dazu beigetragen, dass man da im Prinzip positiv weitergehen kann. Ja. Ja, und letztendlich hat leider Gottes die Stadt St. Pölten diese Entscheidung jetzt getroffen, das Festival nicht genehmigen zu wollen. Ja. Wie ihr vorher gesagt habt, wir haben wirklich gekämpft wie Löwen um das Festival. Wir haben wirklich alles getan, was irgendwie möglich war. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig, ja, weil wir hätten uns wirklich alle auf das Festival gefreut. Und ich denke mal, zig Zehntausende junge Besucher auch. Ja. Also ja, schade. Sehr, sehr schade. Ewald, du hast ja lange verhandelt, nämlich auch mit Matthias Stadler, mit dem Bürgermeister in St. Pölten. Wann ist denn letztendlich die Entscheidung dann gefällt worden, dass man absagen muss auch? Ja, letztendlich ist sie dann gestern im Laufe des späten Nachmittags zu 99% gefallen. Ja, und dann hat man am Abend sich sozusagen noch zusammengesprochen und gesagt, gut, okay, man geht heute dann am Morgen damit raus, so schnell wie möglich, damit hier klare Fronten herrschen bei dem Ganzen, ja, und damit alle so schnell wie möglich Bescheid wissen. Ja. Aber hat man nicht versucht, noch irgendwelche Alternativen zu finden? Das heißt, das Frequency vielleicht doch etwas kleiner zu machen? Oder hat da die Stadtregierung hier nicht mit sich verhandeln lassen? Naja, na, wie gesagt, in diese Richtung ist es auch so, dass es für uns keinen Sinn macht. Ja, man kann jetzt nicht 4, 5 Wochen oder 6 Wochen vor einem Frequency irgendwelche anderen Szenarien da sich möglicherweise zurechtrücken. Ja, das geht einfach nicht. Ja. Und insofern, sage ich jetzt einmal, ist für uns natürlich irgendeine Alternativlösung kein Thema gewesen. Wir wollten das Frequency spielen, ja, so wie es geplant war. Es hat geheißen, solche Events kann man spielen aufgrund der Verordnung des Bundes. Ja, ja, offensichtlich ist dem nicht ganz so. Ja, und ja, was für uns jetzt Priorität hat allerdings, ist schon das Novarock & Co. in Wiener Neustadt, ja, am 11. September. Das wir unbedingt spielen wollen, da sind die Voraussetzungen auch ein bisschen andere. Da geht es um einen Tag, wir haben kein Campen, wir haben eine geringere Kapazität und wir haben einen Bürgermeister und eine Stadt, die nach wie vor 100% hinter diesem Festival steht. Ja. Und um das werden wir jetzt kämpfen. Das wird unser nächstes Projekt werden. Ewald, ich höre da ein bisschen Kritik auch raus, so quasi verpackt, ist aber auch verständlich. Ihr habt hier wirklich ein super Präventionskonzept hingelegt. Eigentlich muss man sagen, ein Wahnsinn, oder? Das geht ja auch richtig ins Geld. Du wirst uns wahrscheinlich jetzt nicht verraten, wie hoch die Kosten sind, aber wie geht es jetzt weiter? Es gibt Zulieferfirmen, ihr habt wahrscheinlich die Bands natürlich alle gebucht und so. Das ist doch ein Riesendesaster letztendlich, oder? Wir haben jetzt sehr, sehr viel zu tun die nächsten Tage. Das ist klar, ja. Wir müssen jetzt alle Bands einmal informieren, wir müssen alle, sag ich jetzt einmal, Partnerfirmen informieren darüber, ja, die natürlich auch schon geplant hatten damit. Ja, da jetzt Zahlen zu nennen, wäre unseriös. Wie gesagt, im Endeffekt geht es eher einmal darum, dass wir ein wirklich Zeichen setzen wollten für die Jungen. Ja. Es hat geheißen, die Jungen sind dran. Ja. Offensichtlich ist dem nicht so. Man hat sich auch, glaube ich, ein bisschen elegant sozusagen rausgehalten bei der ganzen Thematik. Ja. Von Seiten der Regierung auch, ja, also hier kam in Wirklichkeit auch nicht wirklich etwas, ja, nach außen hin, ja, was in etwa in diese Richtung gespielt hätte, ja, dass man das Festival doch machen kann, ja. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ja, wir konzentrieren uns jetzt auf das Novarock & Co., das wollen wir spielen, das soll unser Highlight jetzt dann heuer werden und darauf setzen wir jetzt alle Karten.
Ewald, du hast das jetzt ganz kurz angesprochen. Kontakt mit der Regierung hat es nicht viel gegeben. Das heißt, du hast auch nicht wirklich Kontakt mit Elisabeth Köstinger gehabt, mit der Tourismusministerin. Es ist ja die Rede davon, dass man jetzt Gebrauch macht vom sogenannten Schutzschirm 2, der deutlich höher dotiert ist auch als der sogenannte Schutzschirm 1 in der Veranstaltungsbranche. Hast du mit dem Ministerium direkt auch verhandelt? Wie war da der Kontakt? Ja, wir sind natürlich in Kontakt gewesen, aber ich möchte jetzt dazu eigentlich nicht jetzt wirklich viel dazu sagen. Es ist ja wirklich nicht interessant, sage ich jetzt einmal, sowas jetzt nach außen zu tragen. Ja, letztendlich, sage ich jetzt einmal, ist die Nachricht diese, dass wir das Frequency nicht spielen können, leider Gottes. Und das ist eigentlich das Hauptthema jetzt und mit dem wir uns auseinandersetzen und alles Weitere folgt jetzt dann. Die Nachricht ist ja heute Vormittag eingeschlagen wie eine Bombe. Viele jüngere Zuseher von OE24 TV haben uns schon kontaktiert und haben gesagt, sie sollen unbedingt nachfragen, wie es denn jetzt mit den Karten weitergeht. Werden die jetzt auf 2022 umgeschrieben oder wird das Geld rückerstattet? Wie sehen da die Pläne aus? Da werden wir jetzt in Kürze drüber informieren, wie das Ganze jetzt dann weitergehen wird. Aber letztendlich logistisch natürlich ein mörderischer Aufwand für dich und für dein Team ja auch, oder? Das geht ja auch nicht so von einem Tag auf den anderen. Na, wie gesagt, wir haben jetzt viel zu tun, wie ich vorher schon gesagt habe. Es ist jetzt sehr viel zu tun die nächsten Tage und wir werden mit allen Informationen so schnell wie möglich an die Öffentlichkeit gehen, die jetzt notwendig sind. Jetzt hast du vor ein paar Tagen, glaube ich, noch in einem Interview gesagt, auch das wäre ein Fanal oder das wäre ein Schock oder ein Erdbeben für die gesamte Kulturbranche und für alle Veranstalter. Welche Auswirkungen befürchtest denn du? Wird es auch kleinere Festivals treffen können? Ist es jetzt generell das Ende des Sommers oder wie schätzt du das ein jetzt? Wie gesagt, ich mache jetzt kein Horror-Szenario da jetzt in irgendeiner Art und Weise malen. Ja, also auf keinen Fall, weil wie gesagt, wir haben auch noch eine Veranstaltung, die wir spielen wollen, ja, unbedingt spielen wollen, ja, und auf die wir jetzt setzen und wir werden dann sehen, was die Auswirkungen sein werden. Ja. Also ein positives Signal ist es natürlich nicht, keine Frage, ja, aber das habe ich vorher schon immer darauf aufmerksam gemacht. Ja. Im Vorfeld des Frequencies haben Sie immer wieder gesagt, eine Absage kommt nicht in Frage. Allerdings in den letzten Tagen sind dann immer wieder Meldungen durchgesickert, wie zum Beispiel das Musikfestival in Utrecht, wo es über 1000 Corona-Infizierte geht. Waren Sie dann nicht doch schon etwas skeptischer in den vergangenen Tagen, ob nicht das Frequency doch wackeln könnte? Ja, natürlich. Die Entwicklungen waren jetzt nicht positiv für das Frequency-Festival. Sage ich jetzt einmal dafür eine Entscheidung, die mit den Informationen, die die letzten Tage gekommen sind, ja. Aber wie gesagt, wir haben das Festival ja nicht abgesagt, es wurde von der Stadt sozusagen nicht, das wird von der Stadt sozusagen nicht genehmigt. Also ganz klar, der Ball bei der Stadt St. Pölten. Wir warten ja auch immer noch auf eine Stellungnahme von Matthias Stadler. Wie haben sich denn die Verhandlungen abgespielt oder seit wann wurde denn verhandelt? Wann hat der Bürgermeister euch informiert? Mir wäre lieber, wir würden das nicht über die Bühne gehen lassen. Ja, natürlich. Also wie gesagt, so waren die Reaktionen im Vorfeld, ja. Und die Kontaktaufnahmen waren in diese Richtung, ja, und ja, dementsprechend muss man jetzt so akzeptieren, wie es ist. Ja. Die Frage noch, wie geht's dir jetzt persönlich? Du bist auf der einen Seite Geschäftsmann, auf der anderen Seite, wir kennen uns seit Jahren, du bist Musikliebhaber, du lebst das mit Leib und Seele. Wie geht's dir persönlich jetzt, also privat mit dieser Absage? Wie weh tut es? Natürlich bin ich sehr traurig darüber, ist ja ganz klar. Man hat jetzt die letzten Wochen darum gekämpft. Es hat ein klares Signal von der Regierung gegeben, dass solche Events stattfinden können. Ja. Es gibt eine Verordnung dazu, ja. An die haben wir uns gehalten oder hätten wir uns gehalten. Ja. Und jetzt geht es halt doch nicht. Ja. Und das ist natürlich jetzt, sage ich jetzt einmal, speziell für die vielen Zehntausenden Besucherinnen und Besucher, die halt sich schon darauf gefreut haben, natürlich jetzt keine schöne Nachricht. Das ist ganz klar, ja. Aber gut, ja, ein harter Tag heute natürlich, weil noch viel Arbeit auf uns zukommt heute. Ja. Aber ja, solche Sachen passieren und es gibt, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, Schlimmeres. Ja. Gerade jetzt in dieser Minute, während wir sprechen, sind die aktuellen Coronavirus-Zahlen hereingekommen. Herr Tatar, 341 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden zugekommen. Das heißt, die Zahlen haben sich innerhalb von einer Woche verdoppelt. Dennoch haben Sie gerade gesagt, Sie gehen davon aus, dass Sie das Novarock Encore im September spielen können. Wie realistisch sind denn dann Ihre Annahmen, wenn man sich diese Zahlen anschaut? Ja, ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht auf Zahlen und virologische Geschichten eingehen. Ne? Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch wirklich jetzt wenig Zeit. Es ist bei mir läutet Sturm. Ja? Es wäre mir recht, wenn wir das Interview jetzt abbrechen könnten. Ja? Es ist wirklich sehr, sehr viel zu tun gerade bei mir. Abschließend eine ganz kurze Frage noch. Das Thema, hat man überhaupt in deiner Situation noch eine Planungssicherheit? Ja, natürlich. Ich habe meine Planungssicherheit definitiv für das Novarock Encore. Das ist das, was sozusagen ab morgen am Plan steht. Ja?
Sehr gut, Ewald, dann drücken wir dir alle die Daumen, dass das über die Bühne geht, auch im Sinne der Fans und natürlich auch deiner Mitarbeiter letztendlich. Also ein Riesenschock für uns alle, glaube ich. Ja. Danke, ja. Dankeschön, Herr Tatar, für das Danke. Gespräch. Schönes Wochenende noch. Ebenfalls.